Hi, heute stellen wir vor den Keramik Kaffeemühle. Also kommt so verpackt mit Anleitungen. Die Anleitungen sind leider nur auf Englisch, aber für den echten Kaffeegenießer, ihr würdet schon wissen, was zu tun hier ist. Das Gehäuse ist aus Edelstahl. Sehr schön mit dem Griff hier. Also ein paar Teile haben wir. Also den Deckel selbst, den Behälter für den Kaffee, wenn es gemahlen ist. Und hier den Geschäftsende. Das hat, wie gesagt, eine Keramikmühle, also den Gewinde hier. Und hier kommen die Kaffeebohnen rein. Das ist sehr gut hergestellt bis jetzt. Also wir wollen gleich ein paar Kaffeebohnenmühlen rein. Und ja, würde ich dann eine schöne Tasse Kaffee genießen. Wie gesagt, wir konnten das auch verstellen, also für gröber oder feiner. Und ja, machen wir jetzt ein paar schöne Kaffeebohnen hier rein. Also das würde für mich reichen für eine Tasse. Deckel drauf, Behälter. Den Griff können wir an- und abmachen. Also das Ding hier ist ideal für unterwegs, also für Camping oder sowas. Auch für Soldaten unterwegs in der Feld. Oder einfach für eine Person zu Hause, wenn zu viel Kaffee nicht nötig ist. So. Wie man hört, es funktioniert. Das Ding ist sehr stabil. Gucken wir jetzt, wie weit wir sind. Okay. Und trotzdem. Es ist relativ langsam. Also ich glaube, ich habe das auf ganz fein gestellt. Aber trotzdem, da ist frisches Kaffee. Wie man sieht. Also doch habe ich ganz fein genommen. Wir verstellen das jetzt ein bisschen. Dann sehen wir, was passiert. Vielleicht geht es jetzt ein bisschen schneller. Aber wie gesagt, man kann das hinstellen, wie man wollte, für den verschiedenen Kaffeearten. Also das sollte jetzt ein bisschen gröber sein. Ja, es ist auch, weil es jetzt alle ist. Und hier unten, ja, trotzdem. Ganz grob. Also da ist ein ganz kleines Unterschied mit den Drehungen für grob und fein von dem Kaffee. Aber sehr schön. Duftet sehr schön. Ich bin beeindruckt. Sehr gut für unterwegs. Werde ich morgen früh jetzt meinen Kaffee genießen für mich. Und kann ich weiter empfehlen. Dafür bekommt es 5 Sterne.